Das ist wirklich erstaunlich. Da erhöhen die Notenbanken die Zinsen und kurz danach steigt der DAX von einem Rekordhoch zum nächsten. Ist also auf einem Niveau, Patrick Kesselhut, das er nie zuvor erreicht hatte. Wie ist das eigentlich zu erklären? Ja, es wundert wirklich stark tatsächlich, denn auch der IFO-Geschäftsklimaindex zum Beispiel ist zum dritten Mal in Folge negativ. Und wir sehen wirklich durchwachsene Meldungen aus der Wirtschaft, gerade Automobilkonzerne, Chemiebranche mit Gewinnwarnungen. Das sind eher dunklere Vorzeichen, muss man sagen. Trotzdem erklimmt der DAX immer neue Höhen. Das kann am Ende nur interpretiert werden mit einer Hoffnung, dass in den nächsten Monaten in den USA möglicherweise eine Zinswende bevorsteht und hier im Vorfeld der DAX sozusagen schon die Vorschusslorbeeren gibt. Nun gibt es natürlich viele, die, wenn es solche Steigerungen gibt, sagen, ich nehme vielleicht mal einen Gewinn mit. Droht sozusagen von diesem erhöhten Niveau auch eine Korrektur, ein Rückschlag? Ja, bis jetzt hält sich ja das Niveau relativ gut. Man muss jetzt wirklich sehen, was weiter passiert. Also wenn das Niveau sich hält auf diesem Level, ist es aus technischer Sicht sehr wahrscheinlich, dass die Kurse auch bis 17.500 noch weiter laufen können. Das ist so die nächste Zielmarke aus technischer Sicht, wie gesagt. Wenn das Niveau jetzt nicht gehalten werden kann und doch die Gewinne mitgenommen werden im größeren Stil und die Kurse zurückkommen, dann muss man wirklich sagen, wenn es unter die 15.500 geht, dann ist sozusagen der komplette Bullmarkt davor eigentlich schon wirklich in Frage gestellt und dann drohen auch noch größere Kursverluste tatsächlich. Von daher ist das aktuelle Niveau wirklich ein spannendes Niveau, wo man wirklich gucken muss, wie geht es jetzt aktuell weiter. Ja, das sind natürlich alle Dinge, die kann ich als Anleger nicht wissen, ob der DAX nun unter 15.5 fällt oder bis er auf 17.5 steigt. Welche Möglichkeiten habe ich denn mit Zertifikaten, mir, sagen wir mal, nach unten hin ein gewisses Absicherungsniveau zu erhalten und gleichzeitig nach oben aber voll dabei zu sein? Ja, da eignen sich Bonuszertifikate beispielsweise ganz gut. Das sind einfach Zertifikate, bei denen man bei Kursgewinnen weiterhin mit dabei ist. Es geht sozusagen nichts verloren nach oben hin. Man verzichtet auf die Dividenden, das ist das eine. Aber ansonsten ist man an Kursgewinnen weiter beteiligt. Mhm. Aber ich habe einen gewissen Puffer gegen Kursverluste. Also der DAX kann beispielsweise 10-20% fallen bis zu einer gewissen Barriere. Und wenn diese Barriere während der Laufzeit nicht berührt wird, dann gibt es eine feste Rendite zurück, einen festen Betrag. Und so da kann ich eine positive Rendite erzielen, eben in einem sogenannten Seitwärtsmarkt. Oder wenn die Kurse leicht bis mittelstark fallen, eben bis zur Barriere, auch dann habe ich noch die positive Rendite. Kursverluste drohen erst wirklich dann, wenn die Barriere durchbrochen wird. Ja, entscheidend ist dann wohl, wo diese Barriere liegt, denn nur bis dahin bin ich abgesichert. Vielleicht kann man das ja mal in einem Beispiel erläutern. Also welche Barriere würde mir welche Rendite noch erhalten bei voller Beteiligung nach oben? Also man kann so sagen, wenn man jetzt eine Barriere beispielsweise bei 14.000 Punkten im DAX hat, das heißt, da wären noch aktuell 2.500 Punkte tatsächlich Puffer dann. Und dann hängt es aber von der Laufzeit auch ab, wie groß die Rendite ist. Da kann man am besten auf der Webseite des Emittenten gucken. In der Regel kann man sagen, so annualisiert dürften da irgendwo zwischen 5 und 7-8% tatsächlich auch da noch zur Verfügung stehen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie volatil sozusagen die Kurse sind, also wie stark sie schwanken. Wenn die Kurse in der Phase eher stark schwanken, dann sind eben die erzielbaren Renditen höher, wie in der Phase, wo die Kurse sehr, sehr ruhig sind. Das spielt auch eine Rolle. Aber so vom Groben her kann man sagen, eben die Laufzeit entscheidet doch natürlich über die Rendite, das ist klar. Und auch das Sicherheits Niveau. Also ich kann beispielsweise den Puffer erhöhen, 30% sozusagen mir an Risikopuffer im Zertifikat halten. Dann ist natürlich aber auch die Rendite kleiner. Also diesen Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko, der ist immer da, auch bei diesen strukturierten Produkten. Ich habe jetzt mal eine Linie hier bei 15.000 eingezeichnet. Ihr Beispiel war, glaube ich, 14.000, nur um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, wo so eine Barriere theoretisch liegen kann. Das wäre dann hier ungefähr so bei 14.000. Das heißt also, hier wäre ich schneller in der Barriere, da wäre es später. Aber was bedeutet das, wenn der DAX wirklich diese Barriere erreicht? Also man muss sagen, ab dem Punkt des Barrierebruchs sprechen wir davon. Wenn die Barriere einmal berührt wird während der Laufzeit, dann geht sozusagen ein Teil der Produktfunktionalität verloren. Das Produkt verliert in diesem Augenblick ein Stückchen an Wert. Und verhält sich ab diesem Zeitpunkt so, wie wenn man direkt in den DAX investiert hätte. Das heißt, wenn der DAX eben weiter fällt nach Barriere, Riss, dann
sinkt auch der Kurs des Zertifikates weiter. Erholt sich der DAX wieder danach, steigt auch das Zertifikat wieder mit. Mhm. Im Extremfall sogar auch wieder in die Gewinnzone, wenn der DAX eben entsprechend stark steigt. Aber man hängt ab diesem Zeitpunkt wirklich dann an der Entwicklung des DAX mit dran und hat eben nicht mehr diese positive Rendite auch für den Fall eben von leichten Kursverlusten. Also dieser Mechanismus ist sozusagen raus aus dem Produkt. Ein Kursverlust ist erstmal da und dann entscheidet eben der weitere Verlauf des DAX über die Entwicklung vom Zertifikat. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also das heißt, bis da über der, oberhalb der Barriere habe ich quasi diesen Puffer. Genau. Wird die Barriere erreicht, ist der Puffer schlagartig weg. Richtig. Genau. Und ich liege dann eben wahrscheinlich sogar im Minus, je nachdem, wo ich dann da eingestiegen bin. Genau, das Produkt verliert 10-20%, je nachdem, wie nah die Barriere dran war. Verschiedene andere Parameter spielen auch noch eine Rolle. Also man verliert schon einen gewissen Teil, man kommt in die Verlustzone rein und wie gesagt, ab dann hängt man wirklich an der Entwicklung des Index mit dran. Ja, aber gut, wenn ich jetzt kein Bonuszertifikat hätte, dann würde ich ja beim DAX sofort ein Minus machen, wenn es runtergeht. Hier eben erst sehr viel später. Und jetzt vermute ich mal, es gibt viele verschiedene Bonuszertifikate mit vielen verschiedenen Barrieremöglichkeiten. Je tiefer die Barriere ist, desto sicherer ist das Ganze ja. Aber desto geringer wahrscheinlich auch die mögliche Rendite, oder? Genau, also man kann die Barriere auch wirklich ganz, ganz tief legen, 10.000 Punkte noch tiefer tatsächlich, dann kommt man so fast in den Bereich, ich möchte nicht sagen eines Zinsproduktes, aber wo eben der Eintritt extrem unwahrscheinlich ist, das heißt die Zahlung des Bonusbetrags sehr wahrscheinlich im Gegenzug. Mhm. Und je tiefer die liegt, wie gesagt, desto wahrscheinlicher wird die Zahlung, aber auch desto geringer die Rendite. Irgendwann schmelzen die auf Niveaus von 2-3% pro Jahr. Mhm. Da muss man sich dann wirklich fragen, ob man bei diesen Zinsen, die es ja mittlerweile auch wieder gibt, auf den Tagesgeldkonten so ein Marktrisiko noch eingehen möchte. Aber in diesem Zusammenhang sozusagen bewegen sich eben die ganzen Renditen und man kann wirklich frei wählen, wo man die Barriere haben möchte, wie lange man die Laufzeit haben möchte. All das beeinflusst am Ende die Rendite. Aber entscheidend ist ja, beim klassischen Bonuszertifikat bin ich ja, obwohl ich einen gewissen Puffer nach unten habe, nach oben trotzdem 1:1 dabei. Genau. Das ist doch eigentlich der Clou bei diesem Instrument, würde ich sagen. Genau, man schneidet sich nichts ab nach oben hin. Es gibt natürlich auch Produkte, die man irgendwo eine Begrenzung oben dann haben. Das ist dann die Ausstattungsvariante CAP. Da ist dann die Rendite für die Seitwärtsphase erhöht, aber das ist nur so eine Zusatzfunktionalität. Bei den normalen klassischen Bonuszertifikaten ist man nach oben voll mit dabei. Mhm. Bei den Kursgewinnen, wie gesagt, bis zum Laufzeitende, dann hört das Produkt sozusagen auf und wird zurückgezahlt. Mhm. Da muss man in die Neuanlage dann reingehen. Aber für diesen Zeitraum ist man an den vollen Gewinnsteigerungen vom Basiswert mit dabei. Ja, also nach oben voll dabei, nach unten Puffer gibt es natürlich nicht umsonst. Ich muss auf die Dividende verzichten, das ist ein wichtiger Punkt. Man verzichtet auf die Dividende, das zum einen. Zum anderen ist es so, dass je nach Produkt auch ein gewisses Aufgeld eingebaut sein kann. Das heißt, man bezahlt ein bisschen mehr, als der DAX eigentlich kostet, für diese Funktionalität, auch diese Seitwärtsrendite. Das heißt, man ist bei Kursgewinnen weiterhin nach oben mit dabei, aber von einem Stückchen höheren Niveau aus. Das heißt sozusagen, man partizipiert nicht ganz 1:1, aber nahezu eben, weil man ein Stückchen mehr bezahlt hat, als der DAX jetzt in diesem Augenblick gerade gekostet hat. Mhm. Und die Höhe dieses Aufgeldes hängt auch wieder von vielen Parametern ab. Wie viel Dividende zahlt der Basiswert? Was für ein Bonuslevel habe ich, was für ein Bonusbetrag, also was für einen sicheren Rückzahlungsbetrag habe ich für den Fall, dass die Barriere nicht berührt wird. All diese Parameter beeinflussen dann eben auch hier entsprechend die Rendite. Aber es gibt eben auch Bonuszertifikate ohne Aufgeld, muss ich halt nur nachgucken. Dann richtig, Fall. Genau. Ja. Die kosten dann so viel wie der Basiswert. Wie gesagt, man verzichtet auf die Dividende dann in dem Fall, aber das gibt es auch. Ja. Was gibt es sonst noch für Risiken? Es gibt natürlich hier noch das Emittentenrisiko, das heißt, das ist ja kein geschütztes Sondervermögen, sondern man würde hier im Insolvenzfall der Emittenten aus der Konkursmasse bedient werden. Das ist neben dem Marktrisiko an sich aber das einzige Risiko. Fremdwährungsrisiko haben wir hier jetzt nicht, da wir den DAX anschauen. Ja. Das sind so die Risiken. Ja, also ein Instrument, das auf die derzeitige Marktsituation ganz gut passt, zumindest solange der DAX steigt, nach oben dabei sein, zwar auf die Dividende verzichten, aber nach unten trotzdem bis zumindest oberhalb der Barriere immer noch einen Plus machen. Das, denke ich mir, wird der ein oder andere sicherlich nicht ganz unattraktiv finden. Patrick Hesselhut, vielen Dank für das Gespräch und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.